Der Kimono. Fließend, elegant und voller Mythen. Ein Kleidungsstück, das Tradition und Moderne in Einklang bringt, das Generationen verbindet und in dem sich die Geschichte einer ganzen Kultur widerspiegelt. Er schmückt die Frauen. Und jede Japanerin hat in ihrem Leben schon einmal einen Kimono getragen. Hauptstadt des Kimonos. Hier im weltberühmten Gion-Viertel entwickelte sich vor hunderten von Jahren die Geisha-Kultur. Geishas sind Gesellschafterinnen, die japanische Bräuche formvollendet zelebrieren. Der Kimono ist Teil dieser Tradition und bei keiner Frau kommt er so prachtvoll zum Ausdruck wie bei der Geisha. Oshaya ist 17 Jahre alt und lässt sich hier zur Geisha ausbilden. Bevor sie den Kimono anlegt, schminkt sie sich. Erst nach ihrer Ausbildung wird sie auf die weiße Schminke verzichten dürfen, die nach alter Tradition Unberührtheit und Unschuld symbolisieren soll. Der Kimono einer Geisha ist etwas ganz Besonderes. Er wird aufwendiger gebunden als gewöhnliche Kimonos und besteht aus viel mehr Stoffschichten. Auch der Obi, so nennt man den breiten Gürtel, der am Rücken zu einem Polster gebunden wird, ist sehr viel prachtvoller. Ohne einen Assistenten könnten die Mädchen den Kimono gar nicht anziehen. Diese Prozedur macht ihnen aber auch immer wieder deutlich, dass sie etwas ganz Außergewöhnliches am Körper tragen. In dieser Tracht zieht man immer den Blick der anderen auf sich. Man muss also aufpassen, dass man sich gut benimmt. Ständig hat man das Gefühl, beobachtet zu werden. Dadurch trägt man immer eine gewisse Spannung in sich. Aber es ist auch ein sehr schönes Gefühl, denn wir sind als Geisha-Schülerinnen etwas ganz Besonderes und sehr mit der Tradition Japans verbunden. Heute leben im Gion-Viertel nur noch um die 150 Geishas. Früher waren es einmal 3000. Vor allem Touristen zieht es mittlerweile in das Viertel. Wenn die Geisha-Schülerinnen in ihren kostbaren Kimonos und den hohen Holzpantoffeln zu ihren Teezeremonien tippeln, wirken sie wie ein Relikt aus einer fernen Zeit. Doch an den Teepartys mit einer Geisha hat sich bis heute nichts geändert. Tanz und Konversation stehen im Vordergrund. Anders als früher ist diese Zeremonie keineswegs nur Männern vorbehalten. Auch Familien und Frauen können dieses Erlebnis buchen. Jede Geisha besitzt mehrere Kimonos. Und jedes Gewand ist ein Einzelstück aus feinster Seide, handbemalt. Der Kimono ist ein kunstvoller Blickfang, eine Art Leinwand für typisch japanische Motive, wie zum Beispiel Kirschblüten oder poetische Landschaften. Die Seidenmalerei ist ebenfalls ein Kunsthandwerk, das in Kyoto gepflegt und aufrechterhalten wird. Für den sogenannten handbemalten Yusen-Kimono treffen hier aus ganz Japan Aufträge ein.
Zwischen 6 Wochen und einem halben Jahr dauert die Arbeit an der 12 Meter langen Stoffbahn, aus der ein Kimono besteht. Getragen wird er vorwiegend bei besonderen Anlässen wie Hochzeiten oder Schreinfesten. Ein Yusen-Kimono kann mehrere 10.000 Euro kosten. Die Kunden sind heute wählerischer. Die Geschmäcker sind sehr verschieden und wir versuchen, jedem Wunsch gerecht zu werden. Früher hat man ein bestimmtes Muster getragen, egal ob alt oder jung, Mann oder Frau. Heutzutage will jeder etwas Eigenes. Die Leute wünschen sich eben einen Kimono, den die anderen nicht haben. Amami Oshima, eine kleine japanische Insel 2000 Kilometer südlich von Tokio. Eine paradiesische Insel, die von großstädtischen Einflüssen nahezu unberührt ist. Hier wird seit Jahrhunderten der handgewebte Kimono hergestellt, der sogenannte Tsumugi. Anders als der handbemalte Seidenkimono besteht der Tsumugi aus einem Stoff, in den das Muster eingewebt wird. Ursprünglich diente er als Arbeitskleidung. Doch im Laufe der Geschichte wurde er immer edler und feiner. Durch die aufwendigen Muster und die besondere Färbemethode erhält der Tsumugi seinen exklusiven Charakter. Hirokazu Minami und seine Frau Aiko leben schon seit 30 Jahren auf Amami. Er hat das Unternehmen selbst aufgebaut und es in all den Jahren zu einer der größten Kimono-Produktionen auf der Insel gebracht. Es ist eine sehr mühevolle Arbeit, die man, wenn man den Stoff anfasst, spüren kann. Wir versuchen, die besondere Atmosphäre von Amami Oshima in den Kimonos zum Ausdruck zu bringen. Ich habe das Glück, sehr oft einen Tsumugi-Kimono tragen zu können. Der Tsumugi ist eine außergewöhnliche Volkstracht. Hirokazu Minami ist ein sehr gewissenhafter Geschäftsmann. Er überprüft regelmäßig die einzelnen Arbeitsschritte, die nötig sind, um den hochwertigen Seidenstoff für den Tsumugi-Kimono herzustellen. Bereits die Bearbeitung der Seidenfäden für den Tsumugi-Stoff ist einzigartig. Vor der Färbung werden die einzelnen Fäden mit einem Kleber aus Algen, die es nur auf der Insel gibt, verhüllt. Dadurch wird die Seide härter und kann so die Farbe besser annehmen. Ökologisch einwandfrei. Hier wird alles im Einklang mit der Natur hergestellt. Hier wird die Seide auch immer noch so gefärbt wie vor Hunderten von Jahren. Daran hat auch die Globalisierung nichts geändert. Die Rinde des japanischen Taichigi-Baumes dient als Grundlage für die Färbung der Seide. Die zerstückelte Rinde kommt für 14 Stunden in einen Zuber mit kochendem Wasser, das den typisch rötlich-rostigen Farbton annimmt. Die Stoffstücke sind aus Seiden- und Baumwollfäden zusammengesetzt. Die Baumwolle umfasst die Seide an manchen Stellen, sodass diese Stücke von der Baumrindenfärbung unberührt bleiben. So können später einzelne Fäden individuell, also mit unterschiedlichen Farben, getönt werden. Der Färbevorgang wird 30 bis 40 Mal wiederholt, bis der Stoff die dunkelrote Farbe angenommen hat. Das Tsumugi-Geschäft läuft nicht mehr so gut wie früher. Der Tsumugi ist teuer, die Produktion aufwendig und zeitintensiv. Dennoch halten die Inselbewohner an ihrer Tradition fest. Der Tsumugi ist mehr als nur ein Broterwerb. Er ist ein Grund, für den es sich zu leben lohnt. Jeder Vierte hat hier früher in der Tsumugi-Industrie gearbeitet. Diesen Kimono gibt es schon seit 1300 Jahren. So lange wird hier schon auf diese Art und Weise gefärbt. Das einzigartige Seidenschlammbad gibt es nur hier auf Amami. 3 bis 4 Mal werden die Stoffbahnen durch das schmutzig-braune Wasser gezogen.
Der Schlamm ist sehr eisenhaltig, was dazu führt, dass die Seide die braun-schwarze Farbe gut aufnimmt. Die Erde auf Amami ist sehr eisenhaltig. Der rindengefärbte Stoff wird im Schlamm gebadet und so vermischen sich das rote Tannin der Baumrinde und das Eisen des Schlamms und ergeben die dunkle Farbe. Wenn es nur einmal durch den Schlamm gezogen wird, wird nur die Oberfläche der Seide eingefärbt. Deshalb ziehen wir die Seide mehrfach durch den Schlamm. Durch das Eisen quillt die Seide um 40% auf. Dadurch wird die Seide auch gleichzeitig weicher. Wenn die Fäden schließlich die dunkle Farbe angenommen haben, geht es weiter. Da das Tsumugi-Muster nicht aufgemalt, sondern eingewebt wird, müssen die einzelnen Seidenfäden vor dem Weben erneut gestaltet werden. Die Arbeiterin trennt die Baumwollfäden, die vor dem Färbeprozess in die Seidenbahnen eingewebt wurden, wieder von der Seide. Dann bemalt sie diese von der rötlich-schlammigen Färbung unberührt gebliebenen Fäden Stück für Stück. Ein mühsamer Prozess, der den besonderen Charakter des Tsumugi-Kimonos auf Amami Oshima prägt. Nachdem das Färben abgeschlossen ist, kann der Stoff für den Tsumugi gewebt werden. Natsuyu Sakai ist 64 Jahre alt und webt seit über 40 Jahren. Die Weberin kennt die Geschichte des Kimonos sehr gut und sie schätzt die Vorteile, die das traditionelle Kleidungsstück in sich birgt. Japanische Frauen haben nicht so schöne Kurven wie Europäerinnen. Der Kimono versteckt die Mängel der Figur und lässt die Frau hübscher aussehen. Ich unterrichte auch in einer Kimono-Schule hier auf Amami und zeige den jungen Mädchen, wie man mit dem Tsumugi umgeht und welch schönes Gewand er ist. Die jungen Leute haben seit kurzem ihr Interesse für den Kimono wiederentdeckt. Und ich bringe ihnen bei, wie man das Gewand trägt. Um die 1200 einzelne Fäden benötigt eine Weberin für die aufwendigen Muster des Kimonos. Etwa 2 Monate sitzt sie an ihrem Webstuhl, um die Stoffbahnen herzustellen, die man für einen Kimono braucht. Zusammen mit ihrer 84-jährigen Nachbarin, die am Spinnrad die Fäden auf eine Kordel zieht. Heute arbeitet sie an einer Stoffbahn mit einem schwarz-weißen Muster. Anders als der bemalte Seidenkimono ist der Tsumugi farblich wesentlich gedeckter, schlichter und zurückhaltender. Zum Schluss werden 8 Teile aus der Stoffbahn ausgeschnitten und zusammengenäht. Ein Kleidungsstück, das einfacher nicht gestaltet sein könnte. Kein anderes Gewand lässt sich so leicht an alle Körpergrößen anpassen. Daher wird der Kimono auch innerhalb der Familien immer weitergegeben. Ein Vorteil vom Kimono ist, dass 3 Generationen ein und denselben Kimono tragen können. Ein anderer Vorteil ist, dass er einen geraden Schnitt hat. Das heißt, verschieden große Menschen können ihn tragen.
Und selbst wenn der Kimono abgetragen ist,